Nach so einem Abverkauf haben wir doch vielleicht die besten Chancen, jetzt wieder unsere Netze rauszugehen, rauszuwerfen und eben wieder einzukaufen, könnte man zumindest mal meinen. Und der amerikanische Markt, der zumindest mal, der ist schon wieder ein bisschen auf dem Weg nach oben. Also wir sehen vielleicht den Wendepunkt aktuell im Markt. Schick sieht das aus, zumindest mal im amerikanischen Markt. Ich habe es angedeutet, der DAX, der ist noch sehr, sehr dezent da unterwegs, zumindest mal noch nicht so richtig, wenn man den Index anguckt, hier auf der Aufwärtsseite mit stabilen Schüben unterwegs, sondern eher noch etwas wackelig und dementsprechend vielleicht sogar in der Verheißung, dass es noch tiefer geht. Trotz alledem natürlich grundsätzlich alle Märkte, insbesondere die Indizes, ganz besonders der DAX, hat ein wunderschönes Unterstützungsniveau angesteuert und hätte die besten Voraussetzungen, jetzt nach oben zu kommen. Der amerikanische Markt hat das eben auch schon ein wenig exerziert. Wir haben das gesehen, Schübe nach oben ja durchaus schon gegeben. Dementsprechend, wenn der Markt da ein bisschen wackelig runterkommt, die besten Möglichkeiten für Testkäufe. Denn wir sind weit runtergegangen, weit genug eigentlich. Wir haben ein bisschen die Schubseite nach oben. S&P zum Beispiel, Nasdaq ist mir eben aufgefallen, eigentlich schön fünfwellig. Eigentlich beste Voraussetzungen hier für einen Schub nach oben. Wackelig, ABC-mäßig, Trendkanal-mäßig, einfach mal schauen. Nach unten wäre das ein Hinweis dafür, dass abwärts wirklich vorbei ist und wir dementsprechend wieder kaufen könnten. Und das auf niedrigem Niveau. Wir dürfen nicht vergessen, nach Juni-Rallye oder im Juni die Rallye ist der Markt ja so stark gestiegen. Jetzt kam der Rücksetzer auf diese Niveaus nochmal. Und jetzt haben wir die besten Voraussetzungen, nochmal richtig durchzustarten. Eigentlich ist es saisonal noch ein bisschen zu früh. Wir sind noch Anfang August. Normalerweise sagt man ja, Anfang September sollte es erst losgehen. Trotz alledem, da wäre ich gar nicht so pampemuselig, sondern würde sagen, wenn es losgeht, geht's los. Ob es losgeht, da sehen wir, wie gesagt, am Chart, da bewusst drauf mal achten. Wir sind beim Gold, das wollte ich noch erwähnen, sehr stark gestiegen und haben tatsächlich diese Widerstandszone, die ich immer mal angesprochen habe, ungefähr bei der 1500er Marke, die haben wir erreicht und dementsprechend eigentlich alles gesehen, was notwendig ist. Deshalb vorsichtig hier, das würde durchaus zusammenpassen. Jetzt haben wir beim Gold den Hochpunkt dort gesehen, da wo eigentlich eine tolle Zielmarke wäre. Wir haben bei den Indizes die Unterstützungsmarke. Beides könnte drehen, die Indizes nach oben und bei Gold dann doch wieder die Gewinnmitnehmer, denn vielleicht wird es ja alles gar nicht so schlimm. Ist das Ganze fundamental unterfüttert? Wenn ich ehrlich bin, nein, es gibt überhaupt gar keine Anzeichen dafür, zumindest sind mir keine bekannt. Die eigentlichen Baustellen sind weiterhin gegeben, aber wir haben zumindest mal eine Chance, dass der Markt jetzt hier dreht. Die Charttechniker hätten zumindest mal alle ihre Marken da gesetzt. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ich werde jetzt in diese Richtung gehen und nachher sehen wir uns an den Märkten wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.